Also erstmal das hier braucht man nicht. Das ist das Unwichtige. Hier. Das ist das Wichtige. Das ist so. Ich und noch ein Kind. Ich bin genauso klein wie die Kinder. Schnell! Oh! Tommy! Und die Leiter hat es jetzt auch nach draußen geschafft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir war schon das Christkind. Yay! Ich habe endlich mein iPhone X bekommen. Ich habe lang genug darauf gewartet und sehr hart dafür gespart. Seht ihr dann gleich im Anschluss. Und der Tannenbaum ist auch da. Allerdings, erzähle ich es euch jetzt mal ganz privat. Und zwar ist der ja mal knallhart umgeflogen, ja. Disch, hat es einen Schlag getan, lagert da. Die ganzen Kugeln waren kaputt. Mein Parkettboden hat total gelitten. Und ich habe mir das Ganze dann mal hier oben mit einer Schnur befestigt. Aber, das dürft ihr keinem erzählen, ja. Erfährt ja auch kein Mensch. Aber mein Mann, der kommt ja immer super spät von der Arbeit. 10:30. Und dann möchte ich ihn natürlich nicht gerade nerven, so von wegen, yo, jetzt machst du mir meinen Baum noch fest, ne? Also das machen wir dann in aller Ruhe. Ihr wisst Bescheid, das Schätzchen da hinten ist also noch sehr gefährlich, wenn man in der Nähe ist. Ich muss mich selbst drüber kaputt lachen. Das kann auch wirklich nur mir passieren. Naja, ich bin jedenfalls hier noch dabei, ein bisschen was zu dekorieren. Und zwar möchte ich dieses Schätzchen hier, schaut mal, da ist so ein kleines Rehkitz drinnen, ein bisschen umändern. Und zwar werde ich mir da jetzt Kugeln reinmachen. Wir werden dann mal sehen, wie das ausschaut. Und unten an meinem Hauseingang ist, diese große Glasschale auch fertig, zeige ich euch jetzt. Und die Leiter hat es jetzt auch nach draußen geschafft. Die stand ja ewig lang hier, ja. Wegen unserem Leuchtobjekt. Da ist es, das gute Schätzchen. Ich habe jetzt die Lichterkette auch weggemacht. So gefällt es mir viel, viel besser. Ich finde es richtig edel jetzt. Und die Leiter stand die ganze Zeit noch da, weil ich ja die Spinnenweben da oben wegmachen wollte oder musste. Jedenfalls habe ich es nicht ganz bis nach oben geschafft, sondern nur bis hier. Genau bis hier. Weiter habe ich mich nicht getraut. Und dann ist mein Mann abends nach oben und hat mir das Ganze dann weggemacht. Und jetzt kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das jetzt unten aussieht. Hier haben wir übrigens auch noch was. So sieht es aus. Das sollen wir sein als Familie. Mein Mann, der Größte. Drei Kinder hier auf der Seite. Ich und noch ein Kind. Ich bin genauso klein wie die Kinder. Ja, lustig. Lustig. Tralalala. So, also jetzt zeige ich euch, was hier passiert ist. Und hier ist das Glas, das ich zusammen mit euch dekoriert habe. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt. Also meine ganze Deko, weihnachtliche Deko hier im Haus, dann verlinke ich es euch gerne mal. Schaut mal unten in die Infobox. Jedenfalls kommt dieses Schätzchen jetzt hier raus auf dieses Gefäß hier. Da steht noch ein Drucker, der Postbote hat es gerade gebracht, weil wir das verschenken werden. Jedenfalls kommt auf dieses Teil diese Ablage hier. Da mache ich jetzt noch frische Alufolie drauf, damit es ein bisschen schöner aussieht. Also das kommt drauf. Und dann dieses Schätzchen. Allerdings muss mir dann da der Max noch helfen, das runterzuheben, weil das super schwer ist. Und ja, dann sieht es auch schön weihnachtlich vorm Haus aus. Ja, das ist also mein Plan für den Hauseingang. Meine Kinder möchten heute Schlittschuh laufen. Werden wir dann auch noch machen. Und ich dekoriere jetzt aber erstmal dieses Glas zu Ende. Und meine Jungs sind noch draußen im Schnee. Heute Nacht hat es nämlich total geschneit. Die haben sich riesig gefreut. Da hinten habe ich noch Sachen von der Verlosung. Ich habe nämlich eine Snapchat-Verlosung gestartet. Und hier ist mein Adventsgesteck. Endlich habe ich es fertig gebracht. Jawohl, wer hätte es gedacht. Hier in diesen Grautönen gehalten mit lila Kugeln. Da habe ich gedacht, passt das ganz gut zu meinem Tannenbaum, weil ich ja auch lilane Kugeln mit dabei habe. Das Gesteck, das steht normalerweise hier in der Mitte vom Tisch, aber ich musste das mal an die Seite stellen. Und hier steht noch mein Thoties Adventskalender sowie mein L'Occitane Adventskalender. Und hier habe ich noch was von Leonardo. Und zwar bin ich schwer verliebt in dieses Schätzchen hier. Das sieht total edel aus. Und den Stern, den mag ich auch super gerne.
Denkt dran, ich habe bei Leonardo noch einen Rabattcode für euch. Rosella mir 10 nennt er sich. Da könnt ihr jede Menge Geld sparen. Also falls ihr noch was Schönes für Weihnachten sucht, für euch oder für eure Lieben, dann schaut bei Leonardo vorbei. Es gilt nicht nur auf Deko, sondern natürlich auch auf Schmuck, personalisierbaren Schmuck oder zum Beispiel natürlich auf Gläser, Schalen, was eben Leonardo so im Angebot hat. Und diese Teilchen hier, die wollte ich euch auch noch zeigen. Schaut mal bitte, wie süß die sind. Und zwar habe ich die von meiner Tante geschenkt bekommen. Das hat sie selbst gemacht. Meine Tante war ja über 60 Jahre Nonne in einem Kloster. Die ist leider schon gestorben. Und die haben jetzt hier einen ganz besonderen Platz gefunden. Normalerweise habe ich die in meiner Krippe stehen. Die muss ich aber noch aufstellen. Und fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Meine Glaskuppel mit den Christbaumkugeln. Ich habe da jetzt noch so ein Band dran gemacht. Und das Ganze stelle ich jetzt auf unser Sideboard. Und hier habe ich jetzt noch ganz schnell die Sachen von der Snapchat-Verlosung fertig gemacht, soweit. Ich habe das jetzt aufgeteilt. Das Papier hier, das hatte ich mal in einem Paket von Catrice. Deshalb habe ich das jetzt mal verwendet. Das packe ich schön ein, mache noch Glitzersternchen rein und ein schönes Geschenkband. Und dann wird es auch noch weggeschickt. Das schaffe ich jetzt aber nicht, weil meine Mäuse unten schon warten. Die wollen ja, wie gesagt, Schlittschuh fahren. Also mache ich das dann später, beziehungsweise heute Abend fertig. Und morgen geht es dann zur Post. Oh Gott, ich bin durchgefroren. Wir haben gerade noch schnell ein paar Bilder gemacht. Der Milan ist nämlich gekommen mit meiner Nichte. Da ist sie. Hallo Mariam. Die sind so süß, die zwei. Schaut mal. Milan. So groß ist der Milan schon geworden. Schaut mal. Da ist er. Der ist schon fast so groß wie die Bella. Da ist die Bella. Das Traumpaar. Die hatten gerade schon total viel Spaß zusammen. Also die sind rumgerannt. Und jetzt sind sie, glaube ich, ein bisschen kaputt. Wir haben ein paar schöne Bilder gemacht für Insta. Und jetzt geht's aber wirklich zum Schlittschuhlaufen. Und da sind wir wieder. Wir sind jetzt über 40 Kilometer gefahren. Und die Eisbahn hat zu. Ja, auch das kann nur mir passieren. Wer hätte das wissen sollen? Ganz ehrlich, boah, wie nervig. Also gut, jetzt sind wir gerade bei Real. Einmal hin, alles drin, ihr wisst Bescheid. Wir schauen mal nach Alessandros Weihnachtsgeschenk. Die haben ja da oben auch eine ganz große Spielzeugabteilung, ne Lassie? Ja. Und der Lassie wünscht sich nämlich was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass sie es haben. Ansonsten fahren wir halt nochmal in die Stadt. Wir haben ja jetzt Zeit, ne? Schlittschuh ist ja gestrichen. Übrigens, mein Mantel oder meine Jacke ist kein echtes Fell hier, ne? Ich wollte es nur mal ganz kurz dazu sagen. Nicht, dass ich jetzt Hater-Kommentare bekomme. Ja, ich wollte halt was ganz Warmes. Und mein Mann, der wartet schon. Der macht gerade Bottleflip. Okay, läuft bei meinem Mann. Alles klar. Klappt nicht so gut, ne? Also gut, wir steigen jetzt aus. Ich wollte euch übrigens noch fragen, ob ihr lieber Winterurlaub macht oder Sommerurlaub. Also fahrt ihr in die Berge zum Skifahren oder fahrt ihr lieber ans Meer? Oder macht ihr beides? Gibt es natürlich auch. Oder mehrmals im Jahr, dass ihr Urlaub macht. Gibt es natürlich auch. Ja, okay. Also gut, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wir gehen jetzt zu Real. Wie gesagt, genau, wie gesagt, einmal hin, alles drin, na Lassie. Also, los geht's. Ach, übrigens, das Unboxing hänge ich euch noch hinten dran. Dann seht ihr, wie ich mein iPhone X auspacke. Der Max hat mich wieder schwer verarscht. Da ist es übrigens. Ja, während ich es ausgepackt habe, hat er wieder Motzwitze gemacht. Egal, seht ihr dann später. Jetzt gehen wir erstmal zu Real. Ich glaube, wir werden hier nicht fündig. Hier sind zwar schon so ein paar Sachen in der Art. Will der Lassie was, aber... Nee, ne Lassie? Nee. Nee, leider nicht. Aber ich hab was gefunden. Eichhörnchen! Seit wann macht Ferrero so Eichhörnchen? Das wusste ich gar nicht. Boah, ich lebe voll hinterm Mond. Und ich habe wieder meine Kokosnuss. Gleich zwei Stück. Ich liebe die. Wer es noch nicht weiß, ich liebe sie. Hier ist die zweite. Und Kaki haben wir auch wieder mitgenommen. Sharon-Frucht. Und schaut mal, das ist auch voll lecker. Gefüllte Datteln mit Walnüssen. Ja, und Minze und so weiter und so weiter. Aber wir sind ja eigentlich für Lassie hier. Hast du eine gefunden? Ist für 720p auch wieder so gut. Also, du wolltest doch eine mit der Kamera so. Sowas gibt es ja gar nicht. Nur mit Auflösen. Hm. Wir müssen doch nochmal in die Stadt, oder? Ja, Fenster. Müssen wir dem Christkind ein bisschen helfen. Also, dann gehen wir mal bezahlen
Und ich habe übrigens auch noch was für mein Patenkind. Wartet, wo ist er hin? Ich habe noch das für mein Patenkind jetzt mitgenommen. Da müssen wir eh dran vorbeifahren und da freut sie sich bestimmt, wenn sie eine Kleinigkeit vor der Tür stehen hat von der Zia. Zia heißt ja Tante auf Italienisch. Bin mal gespannt, was sie alle sich zu Weihnachten wünscht. Wo ist jetzt der Lassie hin? Ich guck mal nach dem Lassie. Da ist er. Ja. Hast du was gefunden? Eigentlich nicht. Nee, schade. Fahren wir doch nochmal in die Stadt. Ich verarsche jetzt meinen Mann. Das stecke ich mir jetzt unter den Pulli. Schnell! Oh! Tommy! Wir haben einen Fisch bekommen! Tommy! Oh, jetzt schon? Ja, guck mal, wir haben einen Fisch bekommen. Okay, jetzt haben wir es bis zum Mediamarkt geschafft. Ich wurde gerade erkannt von jemandem, sie wollte ein Bild machen. Ich habe mich so gefreut. Und jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich hier voll den Lippenstift hatte. Hier so. Scheiße. Oh mein Gott, die wird sich auch gedacht haben. Okay, läuft bei der Heidi. Das kann auch wieder nur mir passieren. Was soll ich sagen? So, herzlich willkommen zum Unboxing. Wir zeigen euch hier was Feines. Erstmal das hier, braucht man nicht. Das ist das Unwichtige. Hier. Das hier. Das ist das Wichtige. Das ist so. Komische Musik angemacht, Leute, weil der mich verarschen will. Beste. Der lässt sich nicht. Es ist das Killerbild, ja, meine Freunde hier. Nee. Das ist nämlich scheiße. Yeah. Apple ist viel besser. Sie ist gut. Okay. Jetzt musst du ein paar Sachen daraus piepsen. Ja, wenn der Max wieder dabei ist und Schimpfwörter sagt, ne? Wegen Apple. Komm, jetzt mach die Birne auf. Der Lassie, der darf jetzt meine Folie abziehen. Warte mal, holst du doch erstmal raus und dann... Ja, man holt so das. Ach so, okay. Ja. Das ist so. Ein Thema hier. Und, wie findest du es? Das Handy sagt Hallo, ich sag Tschüss. Den Moment, den überlasse ich jetzt dem Lissandro. Okay. Dass er die Folie abzieht. Oh, wie aufregend. Schneller. Wie sich das anhört. Das muss man genießen. Ja, genießen, Max. Genug genossen. Jetzt komm. Wow. Und wie findest du es? So krass. Schon die erste Fingerabdrücke. Das ist voll schön, ja. Oder? Mein neues Handy. Ja. Zeig's mir mal. Wow. Hello. Lionel Richie spricht mit mir. Voll schön, gefällt mir. Zeig mal dein hässliches Handy, Max. Wir veräppeln uns immer gegenseitig. Samsung und Apple Freaks. Okay, also dann lasst mal einrichten. Ich würde sagen, wir rufen den Moritz, ne? Der Moritz, der hilft mir immer bei solchen Sachen. Oder hilfst du mir, Max? Okay, ich mach das jetzt. Du machst das? Anscheinend musst du das Gerät erst einschalten. Nee. Ja. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, du. Was ist denn da noch dabei? Zeig mal. Dabei ist noch ein Kabel. Wow. Nein, hier, das ist damit, Kopfhörer. Damit du deine Kopfhörer benutzen kannst, weil das ist ja jetzt nicht mehr dabei. Wie? Ja, du musst jetzt das hier musst du in dein... Nein, warte. Nein, du musst das hier in dein Handy stecken und da ist dein Ausschluss. Okay. Mein Gott, okay. Ja, das werde ich schon verstehen. Umständlich einfach. Okay, so. Also richtest du es mir ein, Max? Ja, zum Öffnen oben streichen. Max, aber nicht runterfallen lassen, gell? Ich streich doch oben. Max? Max, wann rasierst du dich eigentlich wieder? Ich muss aber in eine andere Richtung schneiden. Mein Gott. Hm? Willst du dich nicht mehr rasieren? Nee. Mach's nicht kaputt, Max. So, jetzt drehen wir auf Deutsch. Das ist mein Handy. Also das ist eigentlich gar nicht meins, das ist... Das, was ich bekommen habe, als meins komplett kaputt gegangen ist, ein Leihhandy für 49 Euro. Voll teuer, finde ich. Da habe ich mich super doll geärgert. Ja. Geht?
Ich weiß nicht, was. Und das Ganze für 2 Tage, ne? Nach 2 Tagen hatten sie dann gemerkt, dass mein altes Handy gar nicht mehr angeht. Und da habe ich gesagt, hier Leute, ich möchte das so lange behalten, bis mein neues ankommt, weil das ist ja bestellt. Das sollte eigentlich Anfang Dezember kommen. Voll komisch. Jedenfalls, haben die dann mit Hängen und Würgen ja gesagt, dass ich so lange noch das behalten darf. Ja, habe ja auch Geld bezahlt dafür. Und, geht's, Max? Ja. Gibst du gerade den Code ein, dann kann ich das ja mitfilmen. Scherz. So, meine Lieben, das war also mein kleines Unboxing zu meinem neuen iPhone X. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich euch da ein bisschen mitgenommen habe. Ich habe das ja jetzt schon ein paar Tage, habe es mitgefilmt und ich habe mir überlegt, dass es bestimmt für euch spaßig ist, dass ihr mal seht, wie der Max mich wieder mal veräppelt, ne, wegen Apfel und Birne und so weiter. Deshalb habe ich das jetzt heute mal in dieses Video gepackt. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kleine Follow Me Around gefallen hat, mein kleiner Pechtag heute. Ja, habt alle eine schöne Vorweihnachtszeit gemeinsam mit euren Lieben und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.